Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Robocop. Ich bin Marv und wie ihr seht, 56.148 Scheinchen. Ich war richtig fleißig, ich habe richtig viel gespielt und habe richtig viel gelevelt sozusagen. Habe jetzt die Möglichkeit, mir gleich eine neue Waffe zu kaufen. Ich könnte mir die normale Stufe 2 Hound-Schrotflinte kaufen oder hier sogar gleich die CC3 Coyote. Aber ich habe mal nachgeguckt. Eine Railgun, da kann ich jetzt auch schon mir die erste kaufen. Und ich glaube, ich werde mit den Railguns weitermachen. Einfach weil die, ja, finde ich ganz cool. Die Schrotflint, die streut mehr und die Railgun ist auf jeden Fall genauer, wenn es um die, ums Zielen geht. Habe ich mich denn dafür entschieden, die zu kaufen? Das machen wir jetzt einfach mal. Du musst Stufe 3 erreichen, um diese Waffen mit Dollar kaufen zu können. Du kannst Waffen ab Stufe 3 momentan nur mit 3 kaufen. Ja, super. Ich bin leider erst auf Stufe 2. Das ist ja ärgerlich. Ach, Mann. Jetzt habe ich so viel gespielt, weißt du, dass ich das hinkriege und dann sowas. Dann kaufen wir uns hier auf jeden Fall die Coyote-Schrotflinte. Dass wir da weitermachen. Ich hätte natürlich auch noch weiterspielen können, dass ich jetzt hier die Dobermann-Schrotflinte kaufen kann. Aber ich kann das halt nur mit Missionen machen, die halt 800 Scheine geben. Und dann dauert das sehr lange. Also bleiben wir bei der Coyote CC3. Warum? Ich bin doch Stufe 3? Das ist ja blöd. Muss ich jetzt wirklich diese blöde Kanone kaufen? Ach, das ärgert mich. Extra so viel gespart, dass ich das ganze, die ganze Kohle habe und dann sowas. Na gut, das Geld geht ja nicht weg. Also es geht schon weg, aber es ist halt nicht so schlimm, hoffe ich einfach mal. Ah, ist das ärgerlich. Extra so viel zusammengespielt, habe mich drauf gefreut und dann sowas. Ich brauche Stufe 3. Stufe 3, Stufe 4. Schauen wir mal bei den anderen Waffen. Die fangen gleich bei Stufe 4 an. Stufe 5. Ja, die Miniguns muss ich gar nicht anfangen. Die kommen eher erst ab Stufe 5. Ich könnte noch eine MP kaufen. Aber da bin ich eigentlich nicht so scharf drauf. Stufe 2. Schauen wir mal. Die ist auch ab Stufe 2. Gut, wir werden nicht drum herum kommen. Also, diese wäre ja natürlich am besten hier. Die Kanone, CC2 Boxer, aber die 180 Goldstücke will ich eigentlich nicht ausgeben. Habe ich auch nicht, muss man dazu sagen. Also kaufen wir die. Hilft nichts. So, dann müssen wir gleich mal hier ein paar Upgrades anwerfen. Dass wir das gleich als nächstes machen. So, das ging sehr schnell. Hitzereduktion. Wird die auch gleich. Durchbruch 650, da will ich nichts für ausgeben. So, das geht auch gleich weiter hier. Treffsicherheit können wir auch gleich. Die ganzen ersten, die ich hier freischalten kann, die sind relativ günstig und die gehen halt auch relativ schnell freizuschalten. Brauche jetzt wieder einiges, um jetzt hier weiterzukommen. Also auf jeden Fall den Schaden nochmal nach oben setzen. Der braucht jetzt 5 Minuten, bis der läuft. Aber wir sind schon bei 291. Müssen wir uns halt einfach auf die Waffe verlassen. Hilft nichts. Schauen wir, ob wir unseren Anzug noch ein bisschen upgraden können. Ich habe ja, wie ihr seht, hier schon ziemlich viel freigeschaltet. Hier unten die beiden, die habe ich noch nicht. Die bringen jetzt auch nicht mehr so viel. Hier oben muss ich auf jeden Fall weitermachen. Die Lebenspunkte kauft er auch gleich. Die nächsten kleinen kauft er auch gleich. So. Muss ich den auf jeden Fall freischalten. 810, das ist auch kein Problem. So, was haben wir jetzt hier? Plus 1% Konzentrationsmodus Schaden, plus 5 Lebenspunkte, die nehme ich auf jeden Fall. Jetzt habe ich da auch ein bisschen zu viel wieder abgegradet, jetzt bin ich wieder in der Warteschleife. 23.000 Goldstücke haben wir noch, 23.000 Scheine, sage ich ja immer. 26 Goldstücke. Ich kann jetzt wieder ein, zwei Videos anschauen und dann ist die ganze Geschichte schon wieder vorbei. Also bleibt das soweit. Wir machen jetzt... wir fangen noch nicht auf Stufe 2 an. Ich muss hier auf jeden Fall noch die Steigerungsmissionen fertig machen. Die möchte ich gerne noch abschließen, bevor ich dann ins nächste Level starte. Und die geben ja dann auch gut Punkte und alles. Und jetzt mit der neuen Waffe mache ich so viel Schaden. Also das sollte jetzt überhaupt kein Problem sein, da jetzt durchzukommen. Zack, zack. Thank you.
auch. Ein Schuss und dann sind die gleich gefangen genommen. Den muss ich auch noch hier übernehmen. Der MG-Schütze ist gefährlich. Oh, Granate. Oh, wie schnell ich die jetzt aus den Socken haue, ey. Ist überhaupt kein Problem. Kennt den da hinten. Genau. So, und dich hier vorne. Gefangen nehmen. Da haben wir noch einen. Aber wie ihr seht, überhaupt kein Problem. Mit der neuen Waffe hauen wir natürlich ordentlich rein. Ich hätte mir am liebsten gleich die stärkere Waffe gekauft. Geht aber nicht, dann müssen wir erst komplett den zweiten Teil durchspielen. Die wäre auch eine enorme Steigerung gewesen. Also was das an Schadenspunkten noch extra gegeben hätte. Das ist schon nicht schlecht. So, wieder ein Goldstück dazu gewonnen. Machen wir gleich weiter. So, wir haben alle abgeschlossen. Alle Missionen. Ich kann hier auch keine anderen Aufgaben machen. Gelevelt habe ich letztendlich mit dieser Aufgabe. Ging ganz gut. Es gab dann immer 800 Goldstücke. Ach, 800 Scheine. Ich habe hier übrigens auch wieder meine Tagesaufgaben. Aber die mache ich erst in der nächsten Folge. Dass ich dann eine Folge nur mit Daily Quests mache. Machen wir hier gleich die... Huch. Ne, da will ich hin. Das. Die Steigerungsmission. Dass wir da gleich in dem neuen Level da ein bisschen weitermachen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, es gibt keine, offensichtlich keine wirklich neuen Umgebungen. Das kann es doch nicht sein, dass ich jetzt hier, weiß ich nicht, ewig viele Folgen mache. Und alles immer in der gleichen Umgebung. Siehst ja, dass es nicht anders sein kann. Oder nicht anders ist. So. Also die Schrotflinte gefällt mir immer noch nicht so gut. Ich hätte am liebsten wirklich die Railgun genommen. Das ging aber natürlich nicht. Dich habe ich auch. Zack, zack. Und die hat natürlich keine besonders gute Hitzereduktion. Macht natürlich auch mehr Schaden. Im Moment geht das noch. Mit so relativ leichten Gegnern. Ja, den haben wir auch erledigt. Dich haben wir auch. Und abgeschlossen. Sehr gut. OCP-Missionen mache ich, glaube ich, auch erst in der nächsten Folge, oder? Mache ich jetzt eine. Hurra, ein Upgrade ist abgeschlossen. Sehr gut, dann werden wir uns gleich hier weiterkaufen. Ah, ich sammle jetzt über 100, um da weiterzukommen. Gerade am Anfang ist es kein Problem, hier noch was zu machen. Da kommt es nämlich gut weiter. So, Munition, Sprengstoff. Das wäre natürlich super cool. Aber da müsste ich mein ganzes Gold ausgeben. Und ich habe noch nicht mal 30. Da bin ich eigentlich nicht bereit für. Dass ich das jetzt gleich so raushau. Auf jeden Fall muss ich hier links den Schaden noch ein bisschen erhöhen bei der Waffe. Dass ich da noch weiterkomme. Schauen wir mal, wie weit das Upgrade im Anzugmodus ist. Ist auch fertig. Sehr schön. So, Lebenspunkte-Upgrade, Konzentrationsmodus Schaden. Ah, Lebenspunkte. Kann man nie genug haben. Oh, den haben wir gleich. Dann nehmen wir den auch gleich. So, was kommt hier unten? 8. Ne, 6 Lebenspunkte und ein bisschen Konzentrationsmodus. Dann will ich mich lieber hier oben darauf konzentrieren, hier weitermachen. Jetzt gebe ich das Geld natürlich in vollen Zügen aus. Okay, das hat geklappt. Den kaufen wir auch. Brauche ich natürlich auch, um da jetzt die ganzen anderen Missionen weiterzumachen. Schön wäre es gewesen, das gleich irgendwie mit dieser Superwaffe zu machen. Muss aber jetzt so weitergehen. Also, hier können wir auch gleich auf schwer.
Achso, 358 brauchen wir sogar. Und ein Anzuglevel von 22. 358, da sind wir noch lange nicht. Und 22 sind wir auch noch nicht. Dann machen wir mal eine Geiselmission. Die hatte ich noch gar nicht. Schrotflinte erforderlich. Huch. Möchte mal wissen, warum der immer dann wieder auf die andere Seite springt. So. Geiselmission. Soll ich die Geisel befreien? Oder wie mache ich das? Ballert dir einfach deine Deckung weg, mein Freund. So. Den habe ich. Also mir gefiel die Pistole eindeutig besser. Auch wenn die Shotgun nicht schlecht Schaden macht. Bin ich echt größerer Freund von der Pistole gewesen. Die finde ich so ungenau. Klar, ist auch eine Schrotflinte, ne? Endlich frei! Schön. Haben wir das auch geschafft. Das ist halt mal ein neuer Missionstyp. Jetzt ist dann immer die Frage, wie mache ich weiter bei dem Let's Play? Spiele ich ganz normal oder spiele ich nur noch die OCP und die Tagesmissionen mit euch? Dass ich da einfach auch ein bisschen weiterkomme. Weil die OCP-Missionen sind die Story-Missionen, da wo ein bisschen was Interessantes passiert oder wo wir so ungefähr eine kleine neue Story haben. Und bei den normalen anderen Missionen hier, das ist ja offensichtlich immer wieder die gleiche Gegend. Gibt nicht viel Unterschied. Hier waren wir auch schon mal. Und das macht dann nicht so viel aus. Und das ist dann natürlich auch langweilig für euch auf Dauer. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Wo sind die Geisel? Ich weiß gar nicht, wo die ist. So, dich habe ich auch. Greifen die Geisel aber irgendwie gar nicht an, ne? Muss ich wahrscheinlich einfach nur 2 Minuten überleben. Entweder 2 Minuten überleben oder alle Wellen ausschalten, die jetzt hier kommen. Ist immer schön, wenn der sich hinter Sachen versteckt, die nicht so viel Schutz bringen. Das bringt mir dann auf jeden Fall einen großen Vorteil. Nur ein? War's das schon? Ja, das war's. Wollte eigentlich meinen Konzentrationsmodus noch nutzen. Der bringt nämlich dann immer noch ein paar extra Punkte. Aber es geht auch ganz gut. Und jetzt kommt das Geld natürlich rein ohne Ende. Also ein Schein nach dem anderen fliegt jetzt sozusagen mir dazu. Naja, da kann ich die Treffsicherheit erhöhen. Das ist gar nicht schlecht. Das muss ich auf jeden Fall machen. Der Anzug braucht auch noch ein bisschen, bis er abgegradet ist. 3 Minuten. Dann machen wir noch eine Folge. Und zwar machen wir mal hier eine Aufgabe. Herausfordern. Es ist sehr schwer. 1125. Guck mal, und der begibt nämlich nur 800. Ist aber von der vom Schwierigkeitsgrad höher als... Ups. Als die in der ersten Mission auf schwer und gibt weniger Erfahrungspunkte. Also das ist echt ein Witz. Wir probieren einfach mal hier diese Aufgabe mit wenig Schaden. Also wir haben auf jeden Fall, uns fehlen 16, ich glaube 18 Schadenspunkte fehlen uns. Mal, ob wir es hinkriegen. Das ist gleich eine ganze... Boah, nicht einen erwischt. Die ballern mir jetzt vor allem relativ schnell meine Deckung kaputt. So, den haben wir auch. Was habe ich denn? Das Bild fast zerstört. Das hätte ich noch brauchen können.
Oh, machen die einen Schaden. Seht ihr das? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Oh oh, Leute. Wenn das der letzte ist, dann habe ich es geschafft. Ja. Sehr gut. So, Mission abgeschlossen. Und in der nächsten Folge machen wir dann OCP-Missionen und die Tagesaufgaben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marv.